Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren News-Update zu meinem Kanal. Es soll in dieser Folge primär um Minecraft gehen, um Dungeon Master und um die allgemeine Situation auf dem Kanal. Minecraft zuallererst, denn ich denke, das ist ein recht brisantes Thema. Ich habe jetzt ja vor kurzem die erste Folge hochgeladen von meinem Let's Show und schon das erste negative Feedback dazu bekommen, dass ja Minecraft eigentlich nicht mit auf den Kanal gehört, weil es kein Oldschool-RPG ist. Und da hat die Person vollkommen recht. Die Sache ist nur die, dass ich, wenn ich jetzt privat spiele, also ohne aufzunehmen spiele, tue ich das eigentlich fast gar nicht mehr. Das Einzige, was ich jetzt halt noch privat gespielt habe, war Minecraft. Denn alle anderen Projekte habe ich sofort abgefilmt, hochgeladen und das war dann schon immer recht schade, wenn ich Phasen hatte, wo ich Freizeit über hatte, in Anführungszeichen, und ich konnte einfach nicht spielen, weil halt im Hintergrund Geräusche waren. Sei es nun Besuch oder meine Tochter oder der Geschirrspüler oder was auch immer. Das heißt, ich konnte da die Zeit nicht effektiv nutzen. Und Zeit effektiv nutzen ist für mich eine sehr wichtige Sache in meinem Leben. Das heißt, ich werde jetzt das Minecraft so weitermachen, wie es bisher auch geplant war. Das heißt, ich werde ab und an Let's Show machen, wie sich das Projekt entwickelt hat und sonst damit nur weitermachen, wenn ich allgemein nicht aufnehmen kann, also an keinem anderen Projekt arbeiten kann. Dadurch dürfte es eigentlich keine Verhinderung bei den anderen Projekten geben. Im Gegensatz zum Beispiel jetzt bei Anvil of Dawn. Anvil of Dawn spiele ich ja inzwischen so gerne, dass es sogar Gothic abgelöst hat von der Upload-Rate her. Und eigentlich für jede Folge Planescape Torment kommen 2 Folgen Gothic und für jede Folge Gothic kommen 3 Folgen Anvil of Dawn hoch, so nach dem Motto. Das dürfte bei Minecraft nicht passieren, da ich halt das Ganze off-camera mache und nur ab und an mal für 5 Minuten ein kleines Update dazu bringe. Das nächste Projekt, was ich leicht angefangen habe, aber auch nicht sicher bin, ob ich es überhaupt weiterführen werde oder nicht, ist Dungeon Master. Dungeon Master ist die Wurzel allen Übels, könnte man so sagen, was Dungeon Exploring RPGs angeht. Es war auch eins der ersten Echtzeitspiele, also wo es nicht rundenbasierend läuft in den Dungeons. Und es macht tierisch Laune. Wahrscheinlich macht es mir so viel Laune, weil ich damit sehr viele positive Erinnerungen verbinde. Ich habe das nämlich damals mit meinem Dad zusammengespielt, vor 17, 18 Jahren oder so. Das heißt, ich habe dann die Tastatur übernommen, um Dungeons zu bewegen und er hatte die Maus und hat dann die Zaubersprüche gesprochen und so weiter. Das war eine echt schöne Zeit. Als Erinnerung daran habe ich es halt einfach wieder angefangen und weil ich durch Anvil of Dawn auf den Trichter gekommen bin, das Genre noch ein bisschen weiter zu spielen. Dazu wird natürlich auch später Lands of Lore 1 zum Beispiel auch gehören. Das ist von der Machart ja genauso wie die beiden anderen Spiele. Dungeon Master an sich ist aber als Let's Play sehr schwer zu verfolgen, da die Bewegungen recht ruckartig sind. Das heißt, als Zuschauer kann man nicht ganz so gut gucken, wo ich gerade bin, wo ich mich hinbewege. Das versuche ich später durch eine Karte, die ich noch zeichnen werde, auszugleichen, wenn das Projekt dann wirklich weitergeführt wird. Ich muss erstmal gucken, wie viel Spaß es mir macht, wie viel Zeit ich dafür habe und wie es bei euch so ankommt. Gothic an sich sind wir ja auch ganz gut vorangekommen. Wir haben uns jetzt endgültig einem Lager angeschlossen, nämlich dem neuen Lager. Das war auch so vom rollenspielerischen Standpunkt her die einzige Wahl, die wir hatten. Denn das alte Lager hat unserem Charakter absolut nicht entsprochen. Es war viel zu bösartig, kann man schon sagen. Also die Leute haben alle einander ausgenutzt. Wir haben nie irgendwas bekommen. Wir hatten keine Möglichkeiten, Erz zu verdienen. Und der letzte Punkt ist da eigentlich auch schon der Knackpunkt. Denn unser Charakter ist hier ziemlich erzgeil, wenn man das so sagen kann. Und im Herzen aber auch ein netter Kerl. Und da passt das neue Lager perfekt rein. Denn es bieten sich viele Möglichkeiten, Erz zu machen. Die Leute sind eigentlich ganz okay. Also zum Beispiel jetzt Gorn oder Lee oder Laris. Die sind wesentlich sympathischer als der etwas schleimige Diego, der krumpige Torus und die ganzen anderen Schatten, die eigentlich einen nur ausgenutzt haben. Im Sumpflager sprach halt dagegen, dass die Religion so ein bisschen skurril ist. Und wir hätten dann schon ziemlich verstellen müssen, um da einigermaßen reinzupassen. So wie Lester das zum Beispiel gemacht hat. Der glaubt ja auch nicht dran, aber er macht einfach mit, weil er unbedingt irgendwann aus dem Lager raus will. Also aus dem ganzen Lager, die ganze Kolonie. Naja. Dann haben wir noch Planescape Torment, das wie immer ein wenig langsam hochgeladen wird. Aber es kommt stetig voran. Die Sache bei Planescape Torment ist halt, dass es so viel Content hat. Also Baldur's Gate 1 war ja schon ein ziemliches Mammutprojekt von mir, das ich aber durchgepowert habe, weil ich endlich ein Projekt fertig haben wollte. Diesen Druck habe ich jetzt nicht mehr, zumal ich auch jede Menge andere Projekte laufen habe.
Und selbst im Vergleich zu Baldur's Gate ist Planescape Torment wesentlich contenthaltiger. In Planescape Torment kann man wirklich an jeder Stelle mit einem NPC sprechen, der hat auch einen eigenständigen Dialog, der teilweise auch recht lange ist. Und so kann man überall an jeder Ecke irgendwas erfahren. Das macht es als Spiel natürlich sehr interessant, für mich aber auch recht schwierig, da ich durchgehend am Reden bin. Und das ist momentan jetzt aber bei mir so eine Sache. Ich denke, das wird irgendeine Erkältung oder so sein, aber ich habe ja schon seit 2 Wochen das so, dass nach einer halben Stunde, Stunde, wo ich wirklich viel sprechen muss, das Kratzen am Hals so übel wird, dass da gar nichts mehr hilft. Muss ich mal schauen, wie ich da weitermache. Aber Planescape Torment ist auf jeden Fall nicht vom Tisch. Das wird weitergemacht wie bisher. Also alle ein, zwei, manchmal auch 3 Tage wird es ein Update geben. Ich will es halt auch so machen, dass ich es wirklich nur spiele, wenn es mir auch gerade Spaß macht. Also ich muss schon in der Stimmung dafür sein, da aufzunehmen. Denn wie bei Morrowind vorher ja schon auch, man merkt es, wenn man keine Lust dazu hat. Und das will ich euch nicht unbedingt antun. Daher verzeiht, wenn es ein bisschen dauert, bis eine neue Folge kommt, aber neue Folgen kommen auf jeden Fall. Der letzte Punkt auf meiner Tagesordnung, wenn man das so sagen will, ist der Stimmcontest. Der läuft ziemlich gut. Also ich hätte nicht gedacht, dass so viele Leute draufklicken und vor allem auch positiv abwerten. Abstimmen. Abwerten wollen wir das Ganze natürlich nicht. Ja, wir haben jetzt schon 31 Daumen hoch. Damit hätte ich nicht gerechnet, denn bei den meisten anderen Videos, die ich so hochlade, kommen maximal 10 Daumen hoch bei rum. Also jedenfalls beim Pilot eines Projekts. Danach veräppt sich das hier immer so ein bisschen. Aber 31 ist echt der Hammer. Dafür schon mal vielen Dank und schauen wir mal, ob ich irgendwann erwähnt werde auf der Seite. So wie ich das verstanden habe, wird es keinen endgültigen Gewinner geben, sondern er pickt sich einfach die raus, die ihm am interessantesten vorkommen oder am meisten Bewertung haben. Das kann ich leider jetzt noch nicht sagen. Er war da recht vage. Na gut, das war es dann erstmal für dieses News-Update. Wir sehen uns in ein paar Tagen wieder.